Nach der Helicontex Patriot, glaube ich, habe ich eine neue Lieblingsjacke. Wieder von Helicontex, und zwar die Trooper. Eine Softshelljacke, eine sehr, sehr dünne und auch sehr leichte Jacke für die Übergangszeit. Und wenn du wissen willst, welche Funktionen die hat und sowieso und überhaupt, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich zeig dir meine neue Errungenschaft, die Helicontex Trooper, yeah. Eine sehr gefällige Jacke. Okay, ich sag's gleich, weil immer die Frage kommt, verrate dir die Größe. XXL. Ja, ich bin halt ein breit gebauter Herr, ist so. Nein, passt aber wunderbar, passt wunderbar. Wir haben es jetzt hier im wunderbaren Buschkraftareal auf Waldhula-Partee, so, dass immer wieder ein bisschen Wind geht. Das heißt, es ist jetzt warm, aber es ist trotzdem wieder so übergangszeitmäßig, und das finde ich großartig an der Jacke. Nämlich, du hast einerseits ein Softshell, aber jetzt kein Hardshell, sondern eben ein Softshell. Ja? Relativ dünn, ist alles cool, taugt mir irrsinnig. Zip, sehr gut. Ich meine, ich werde den Langzeittest machen, so wie ich das bei der Patriot gemacht habe. Das heißt, lass dem Kanal hier ein Abo da, das lohnt sich auf jeden Fall. Und billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link, wo man das Teil kaufen kann und wo es auch ich her habe. Also schau ganz einfach, aber ist ja wurscht, auf jeden Fall. Ja, wir verkaufen es nicht. Warum? Weil ich kein Quant verkaufen will, wenn man das am Wecker geht. Das geht mir am Wecker. Aber ist ja ein anderes Thema. So, man kann Patches drauf patchen, weil sonst wäre es kein Patch. Dann hier zwei relativ weit oben angebrachte Taschen. Die haben auch hier Innenfächer. Ja, da sind so Innenfächer mit dabei. Ich hoffe, du kannst das gut sehen. Da kann man Feuerzeug, Pfeifferl oder sonstige Dinge mit reinbauen. Das geht alles sehr, sehr gut. Ist relativ groß, aber nicht ganz so groß wie zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Patriot. Da kommt es zwar ein bisschen größer vor, und auch nicht mit Carinthia, mit Defense Force oder Schlafsack. Ich bin schon komplett verrückt. Die MIG, ja. Da ist es auch ein bisschen größer, aber es ist ausreichend. Es ist wirklich ausreichend und ist super gemacht. Ich glaube, dass das dazu gemacht ist, dass man da so in die Kopfhörer durchknallt oder so irgendwie oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das werden wir dann auch sehen, wofür das da ist. Aber alles dreifach. Dann Taschen. Taschen über Taschen. Warum ich die so super finde, ist, es hat nämlich noch einen Grund. Und zwar, ich kann das da nach oben ziehen, und dann rutscht das normalerweise immer so runter, das Zeug. Nicht so bei dieser Trooper. Die kann ich nämlich mit diesem Teilchen hier anmachen. Ja, die kann ich anmachen. Festziehen. Das wollte ich eigentlich sagen. Das heißt, hier schön. Das heißt, ich habe so ein Zwischending, das ich jetzt momentan nutze. Wenn der Wind kommt und wenn die Sonne weggeht, dann wird es kühl, dann gebe ich runter. Und wenn die Sonne ein bisschen her scheint, dann wird es wärmer, dann gebe ich das rauf. Ist super. Und das hält auch. Das ist mir nämlich wichtig. Weil es ist so aufstricken, so komm, jetzt tun wir was aufstricken, und dann geht das wieder runter. Da kriege ich die Krise. Nein, auf jeden Fall, das ist cool. Aber was bei diesem Teil schon die Frage ist, und das werden wir testen im Langzeittest, ob das auch runtergeht. Bei meiner Patriot, die hat auch so was Ähnliches gehabt. Das Material war ziemlich ähnlich, und da ist kaputt worden. Also, wir werden sehen. Gut. Auf jeden Fall, hier hat man dann noch eine Tasche, relativ groß, die geht relativ weiter nach hinten. Ja, du kannst aber, du kannst schon was Schweres reingeben, aber das ist ein wunderbares Gefühl. Also wenn du zum Beispiel dein Smartphone reingibst, also mein Smartphone, mein blödes iPhone wird da locker reinpassen, aber dann gehst du so, ich meine, du gehst nicht so, sondern die Hände unten, und dann schlankelt, wie man in Österreich sagt, also es bewegt sich. Das Teil da drin ist nichts. Also ein Taschentuch oder sonstige Dinge, das ist cool, finde ich zumindest. Aber ein Mobiltelefon oder was Schweres würde ich hier reingeben. Die Tasche ist auch recht groß, wie du siehst. Die geht da relativ weit auch nach hinten. Also da passt auch einiges rein. Hier hast du so einen D-Ring. Die denken schon nach beim Arbeiten. Das gefällt mir auch. Gefällt mir auch. Auch hier, ja, ein D-Ring. Und da ist wieder so ein Dingsbums mit dabei wahrscheinlich. Wenn du da irgendwas Kopfhörer oder so. Mich würde das wahnsinnig machen. Warum? Weil ich dann nicht online bin. Und zwar nicht online auf WhatsApp und im Internet, sondern online hier in der Natur. Wenn ihr das Thema übrigens interessiert, das ist auch billigste Eigenwerbung. Mache eine Ausbildung bei mir zum Survival Coach, zum Survival Trainer oder sonstiges. Da reden wir über Always On, online zu sein, nämlich hier draußen über die Aufmerksamkeit. Aber zurück zum Thema. Gut, also das ist einmal alles cool. Hier hinten gibt es eine Popotasche. Nein, es gibt keine Popotasche, na natürlich nicht, sondern eine Rückentasche. Und zwar, hier haben wir die Rückentasche. Man kann durchgreifen, also kann man sagen,
Hallo. Nein, also da wäre jetzt zum Beispiel Haube, Schal, Handschuhe einzubringen. Das geht sich gut aus. Das ist super. Die ist etwas kürzer geschnitten als meine Patriot. Da habe ich nämlich auch XXL und die geht ein Stück weiter runter. Aber sei es drum, das ist ja auch keine Winterjacke im herkömmlichen Sinn, sondern die ist halt ja für die Übergangszeit und da darf sie ein bisschen luftiger sein. Also das passt auch cool. Wir müssen über noch etwas reden und zwar über den Kragen. Und zwar nicht den Kragen selbst, sondern das, was in dem Kragen drin ist. Hier hinten. Oh. Und dann, es regnet seinen Lauf. Eigentlich bin ich ja der Meinung, dass ich der beste Opernsänger daheim bin. Alle anderen im Haus sehen das anders, aber ist mir wurscht. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein Dingsi-Bumsi. Wie nennt man dieses Dingsi-Bumsi? Hm? Sag einmal. Ich glaube, dass man das Kapuze nennt. Und jetzt sind diese Bandeln, die man da drinnen gehabt haben, die waren nicht als Expanderschnur gedacht, sondern um das hier jetzt einzustellen. Also, da es ein Softgel ist und auch ein bisschen ein Windblocker, verstehe ich, das ist cool. Und dann kann man das Ganze da wieder reinpoppen. Da ist übrigens auch irgendwo so ein Klett, da komme ich jetzt nicht dazu. Vertrau mir das da schon. Mit dem kannst du das dann noch da hinten ankletten, dass das eine schöne Form hat, damit du nicht so wurscht hast. Ne? So wie wenn du ein Doppelkinn hättest, so ein richtiges Doppelkinn. Und das ist unangenehm. Und daher, das lässt sich da schön reinbauen. Da schon her. Ist mal jetzt blöd, mal die Jacke ausziehen und das ist mir dann zu intim, das will ich jetzt nicht. Nein, kannst dann wieder reinbauen. Aber Hand aufs Herz. Und das ist jetzt der Punkt. Jetzt ernsthaft. Ich habe das Teil ohnehin lieber so. Warum? Weil ich ein Kapuzenmensch bin. Der Tobias, mein Sohn, ist übrigens auch ein Kapuzenmensch. Der geht auch immer so auf Gangster. Da geht es herum. Nein, ich bin ein Kapuzenfreund. Ich mag Kapuzen total. Und daher, ich finde es auch so angenehmer, weil du merkst am Kragen ganz einfach, dass hier die Kapuze innen drin ist. Und das, für mich ist das Gefühl einfach so besser. Das erinnert mich an meine Patriot. Nein, ich mag die Kapuze offen. Aber wenn du, und das ist das Schöne dabei, daher ist die Jacke cool, weil es nachgedacht wurde. Wenn du kein Kapuzenfreund bist und sagst, ich will das Teil da, das schlankelt da so, das mag ich nicht, dann rollst du das wieder ein und dann hast du ein Doppelkinn. Oder so halb halt. Wurscht, lassen wir das Thema. So, jetzt bist du dran. Was hältst du von der Trooper? Was ist da deine Meinung dazu? Was sagst du zu der Jacke? Würde mich sie nicht interessieren. Ansonsten bleibt mir nur eines übrig, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Zu sagen, dass dieses Video die billigste Eigenwerbung überhaupt ist, denn ich rede über Waldurlaubatee, da bin ich nämlich gerade und die Sonne geht bald unter. Ich freue mich schon so richtig drauf, den Sonnenuntergang zu genießen. Schau auch in meinem Shop vorbei, da kannst du dir ein Rossmann-Messer checken und all die Dinge. Und ja, schau vorbei, ich gebe dir den Link, wo du die Teile kaufen kannst. Such dir was aus, was dir am sympathischsten ist und das war's. Langzeittest wird es auch geben, also lass ein Abo da, ein paar andere Videos zum Anschauen. Dein Reini Rossmann und Helikontext, yeah!